Es passiert, dass man sich plötzlich von jetzt auf gleich vollkommen kraftlos fühlt, energielos, antriebsarm. Und nicht immer ist der Raum, die Klopfakupressur anzuwenden. Nicht immer hat man die Zeit, groß Ursachenforschung zu betreiben. Und darum möchte ich dir heute eine Übung vorstellen, in der verschiedene Techniken der neurobiologischen Stimulation miteinander verbunden werden und dazu führen, dass sich dein Energieniveau wieder hebt. Und ich zeige dir dafür erst einmal den ganz allgemeinen Ablauf und zeige dir im Anschluss auch noch einmal, wie du diese Übung noch verstärken kannst. Und natürlich kannst du diese Übung für jedes Thema verwenden. Wir verwenden es heute ganz gezielt für diesen Aspekt, plötzlich ohne Energie zu sein, antriebslos zu sein, sich erschöpft oder auch müde zu fühlen. Es wäre gut, wenn du eine klitzekleine Vorbereitung machen kannst, die darin besteht, dass du ein Glas Wasser trinkst und dich nochmal ganz kurz auf das Thema einschwingst. Wenn du ohnehin kraftlos bist, energielos, brauchst du dich nicht groß einzuschwingen, weil du steckst ja schon mittendrin. Und dann geht es so los, dass du an deinen Augen, also das werden drei Punkte, die du aus der Klopfakupressur kennst, verwendet. Für den Beginn, und zwar die Punkte um die Augen herum. Und wir fangen damit an, dass du den Augenbrauenpunkt hältst mit einem Finger oder mit zwei Fingern und gerne beidseitig und dabei ein-, zweimal laut aussprichst, das, was dich gerade am besten in dieser Erschöpfung beschreibt. Mein Vorschlag wäre, ich fühle mich vollkommen energielos und abgeschlagen. Ich bin so müde und erschöpft. Und dann atmest du ganz tief ein und aus, drückst dabei weiter mit den Fingern auf diesen Akupressurpunkt und sagst es nochmal. Ich bin vollkommen energielos und abgeschlagen. Ich bin so müde und erschöpft. Und atmest wieder tief ein und aus. Dann wanderst du mit den Fingern an die Seiten der Augenbrauen, auf die Schläfe, hältst diesen Punkt, drückst es leicht, sodass du es merkst, aber dass es dir nicht wehtut und wiederholst den Satz. Ich bin so erschöpft, energielos und abgeschlagen. Tief durchatmen. Wähle gerne deine Worte, die deine Situation auch am besten dazu beschreiben. Ich fühle mich so leer. Ich fühle mich so schlagartig energielos. Und immer wieder tief durchatmen. Dann wechselst du unter die Augen. Du kannst die beiden Finger nehmen und eine waagerechte oder auch eine senkrechte bilden. Lass es dir überlassen. Atme tief durch und wiederhole den Satz nochmal laut sprechend. Ich fühle mich schlagartig vollkommen erschöpft und energielos. Tief durchatmen. Ich bin so müde und erschöpft. Und wieder tief durchatmen. Und dann nimmst du die Hände runter, atmest nochmal ein, zweimal tief durch und greifst zu deiner Lieblingshand, rechts oder links, das spielt keine Rolle, und kreist im Uhrzeigersinn, das heißt, wenn du runterschaust, im Uhrzeigersinn mit der flachen Hand oder mit deinen Fingerspitzen über die neurolymphatische Zone, das ist dieser Bereich hier, ein bisschen links versetzt, mittig auf deinem Brustkorb, kreist dort im Uhrzeigersinn und wiederholst den Satz ein paar Mal und atmest dabei tief ein und aus. Ich fühle mich schlagartig leer und erschöpft. Ich bin antriebsarm und müde. Ich achte mich, auch wenn ich mich so vollkommen erschöpft fühle. Ich achte mich, auch wenn ich mich so leer fühle. Und dann atmest du wieder tief ein und aus, legst die Hände in den Schoß
schließt vielleicht mal zwischendurch kurz die Augen. Und dann beginnst du, wenn du die Augen geöffnet hast, eine liegende Acht mit den Augen zu verfolgen. Also stell dir vor, vor deinen Augen liegt eine Acht auf der Seite und du führst diese Bewegung vollkommen mit deinen Augen sanft, langsam durch, in der Mitte an, quasi an dem Bauch der Acht, und dann gehst du in die andere Richtung, verfolgst sie über die andere Richtung. Kommst wieder in der Mitte an und schließt für einen Moment deine Augen, atme tief durch und dann nimmst du deine Hände, greifst an den, dort, wo die Kieferknochen zusammenkommen, an die Kiefergelenke, massierst die leicht, öffnest dabei deinen Mund. Immer wieder. Und fängst unter Umständen auch ganz bewusst mal an zu gähnen. Und je mehr deine Energie abgewandert ist, je stärker dieses Gefühl ist von Kraftlosigkeit und Energielosigkeit, umso wahrscheinlicher ist es, dass dein Körper dein Angebot zu gähnen auch wirklich aufnimmt und das so ein Selbstläufer wird, bis dir die Tränen fließen, dass du vielleicht auch zwischendurch so dieses klassische machen musst. Und ich möchte dich unbedingt ermuntern, das auf jeden Fall zu tun, während du gleichzeitig mal in die eine und in die andere Richtung deine Kiefergelenke massierst. Wenn du merkst, dieser Impuls des Gähnens lässt los, auch die Kiefermuskulatur hat sich so ein bisschen gelockert, dann legst du die Hände wieder in den Schoß. Dann gehen wir nochmal zurück zu den Augen. Und du hältst bei dieser Übung jetzt den Kopf gerade, also du gehst nicht mit dem Kopf mit, sondern versuch ihn wirklich entspannt gerade zu halten, während du mit deinen Augen die Uhr abwanderst. Wir starten immer bei 12 Uhr, das heißt zunächst geht dein Blick nach oben, dann über die 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr wieder zu 12 und währenddessen sprichst du noch den Satz aus, ich lasse meine Erschöpfung und Energielosigkeit jetzt los. Okay, wir fangen an, dein Kopf entspannt sich in einer geraden Position, die dir angenehm ist, dein Blick geht nach oben, ich lasse meine Erschöpfung und Abgeschlagenheit, Energielosigkeit, jetzt los. Dann gehst du auf 6 Uhr runter. Ich lasse meine Abgeschlagenheit und schlagartige Energielosigkeit jetzt los. Und dann kommst du irgendwann bei 12 Uhr an, schließt für einen Moment die Augen. Du merkst vielleicht schon, dass das gar nicht so leicht ist, das alles miteinander zu verbinden. Genau das ist auch gewollt. Wir öffnen wieder die Augen, lassen den Kopf entspannt gerade. Du gehst wieder auf 12 Uhr und jetzt drehen wir die Uhr rückwärts. Wir gehen von 12 über 9 Uhr. Ich lasse meine Abgeschlagenheit und Energielosigkeit los. Ich lasse meine Verunsicherung über meinen schlagartigen Energieverlust jetzt los. Und wenn du wieder bei 12 Uhr angekommen bist, machst du nochmal deine Augen zu. Mach sie nochmal auf, wir gehen noch einmal in die andere Richtung und wenn du möchtest, kannst du das nochmal wiederholen. Ich lasse meine Abgeschlagenheit und Energielosigkeit los. Ich lasse meine schlagartige Energielosigkeit los. Dann atmest du tief durch und damit ist im Grunde die eigentliche Übung schon beendet. Es tut aber gut, es nochmal mit einem kleinen Durchatmer und einer entspannenden Augenbewegung, die einfach nur deine Augen ganz langsam von oben nach unten rollen lässt und gleichzeitig klopfst du an der Handkante. Ich komme zurück in meine Energie. Ich komme jetzt zurück in meine Energie. Ich lasse alles los, was mir Energie raubt. Ich lasse jetzt alles los, was mir Energie raubt. Dann atmest du tief durch. Und das ist die Übung. Es sind 8 Schritte, die
zunächst vielleicht ein bisschen üppig, aufwendig und kompliziert wirken, aber du wirst merken, wenn du diese Übung 2-3 Mal gemacht hast, geht sie dir in Fleisch und Blut über und du merkst wahrscheinlich auch, welcher Schritt bei dir eine besonders starke, entlastende Wirkung hat, sodass du diesen Schritt ab und zu gerne auch einfach isolieren kannst. Ich hatte ja vorher angekündigt, dass ich dir auch sage, wie du diese Übung intensivieren kannst. Also wenn du das Gefühl hast, der erste Durchlauf hat dir noch nicht wirklich die Entlastung gebracht, die du jetzt brauchst, dann verstärkst du die Punkte. Das heißt, wenn du anfängst, die Augenpunkte zu halten, kannst du mit einem Klopfimpuls beginnen und dann halten. Und dann gehst du an die Seite. Klopfimpuls, halten. Unter den Augen. Klopfimpuls und halten. Das gleiche gilt an der neurolymphatischen Zone. Erst kreisen, dann kannst du zur Mitte kommen, auf dem Herzen klopfen oder du gehst hier an diese beiden Schlüsselbeinpunkte, klopfst da nochmal und endest wieder mit dem Kreisen. Gerne immer in dieser Kombination mit ich achte mich auch wenn. Das bezieht sich auch eben auf andere Themen. Der Verstärker mit der Klopfakupressur gilt auch für die Augenübungen. Wenn du die liegende 8 mit deinen Augen abgehst, kannst du gleichzeitig die Handkante klopfen, den Punkt auf dem Herzen oder die beiden Schlüsselbeinpunkte. Du wirst merken, dass das gar nicht so einfach ist, weil dein Gehirn dabei schon viele Aufgaben gleichzeitig zu absolvieren hat. Und je mehr Aufgaben dein Gehirn gleichzeitig zu lösen hat, zu bewältigen hat, umso mehr lässt der Stress nach, weil die Energie wird an einer anderen Stelle gebraucht. Und natürlich kannst du diese Übung für jedes Thema deiner Wahl verwenden. Probier das einfach mal aus. Ich wünsche dir dabei viel Freude und freue mich natürlich, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, mein Newsletter, immer mit frischen Impulsen rund um deine Lebensenergie, aber natürlich ganz besonders um die Klopfakupressur. Namaste, deine Tina von tina-husemann.de.